Und damit herzlich willkommen zu Folge 21 von Based. In der vergangenen Woche habt ihr uns leider nicht gehört und jetzt sind wir wieder da. Heute hatten die Ehren meine müden und kranken Augen. Vielleicht hört ihr es auch ein bisschen zu schauen. Einmal natürlich mein Co-Host Benjamin Scherb. Moin. Ja, hi, auch von mir. Wir haben heute auf jeden Fall wieder mal einen Gast da nach 2 Wochen und diesmal ist das Armin Petschner-Multari. Er ist Politikberater, würde sich selbst, glaube ich, als liberal-konservativer Geist bezeichnen und die Welt schreibt, oder Frederik Schwilden von der Welt hat im letzten Jahr geschrieben, Krawallmacher im Kulturkampf gegen linke Identitätspolitik. Inwiefern das so ist, auch darüber wird, denke ich, heute zu reden sein. Hallo. Guten Morgen, hallo. Ja, genau. Bei uns ist es Abend, bei Herrn Petschner-Multari ist es Abend. Er befindet sich gerade in den USA. Das ist auch richtig, oder? Das ist richtig, ja. Ich sitze gerade in New York und schaue auf den Times Square. Eine schönere Aussicht als bei uns in Göttingen, würde ich mal behaupten. Ja, alles eine Frage der Perspektive. So. Genau, wir wollen anfangen mit dem Thema Migration. Rund um Israel ist natürlich die Debatte jetzt groß geworden, weil wir haben Demonstrationen, die Free Palestine-Demonstrationen mit vielen antisemitischen Parolen. Der Antisemitismus scheint auf einmal wieder ein Problem zu sein. Manche hat es überrascht, andere haben seit Jahren davon gesprochen, dass wir hier eine Problematik haben, die zum einen aus einem linken Lager, das haben wir letzte Woche mit Herrn Kissler schon besprochen, zum anderen aber auch aus einem migrantischen Lager kommt. Und dennoch gibt es jetzt Stimmen, und es ist vor allem heute und gestern aufgetreten von dem Verein Pro Asyl, die jetzt gefordert haben, wir sollten doch mehr Flüchtlinge aus Afghanistan, mehr Afghanen, die zurzeit in Pakistan sind, aufnehmen, weil diese jetzt gerade in Pakistan begonnen wurden, ja, die werden jetzt abgeschoben und fallen damit natürlich auch in die Arme der Taliban und haben da, ja, sind da tatsächlich auch gefährdet. Herr Petschner-Multari, wie ist das? Sollte Deutschland diese Afghanen jetzt aufnehmen, auch vor dem Hintergrund der Probleme, die wir mit der Migration bisher ohnehin haben? Auf gar keinen Fall. Also, das hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass die Leute aus Afghanistan kommen oder dergleichen. Das Hauptproblem ist, dass in Deutschland die Aufnahmebedingungen seit Jahren sich verschlechtern, weil die Kapazitäten so hoch sind, weil inzwischen jedes Hotel, jede Pension, teilweise auch schon wieder Turnhallen in den Orten besetzt sind und dergleichen und das Land einfach logistisch vor einem Kollaps steht. Und mit Blick auf Afghanistan muss man ja auch ganz klar sagen, also auch kulturell ist es natürlich schwierig, da eine größere Zahl von Menschen hier zu integrieren, weil da natürlich zwei komplett andere Weltbilder aufeinander prallen. Und ich glaube, dass wir in Deutschland einfach jetzt an einem Punkt sind, wo man mal eine Verschnaufpause braucht und sich übrigens auch mal die Frage stellen muss, abgesehen von der Kapazitätengrenze, wen wollen wir denn eigentlich im Land haben? Und da sehe ich Afghanistan jetzt nicht weit oben auf der Liste. Ja, da kam jetzt tatsächlich heute auch in der Taz eine spezielle Kolumne von Volkan Agar raus, um es mal so zu sagen. Er schrieb nämlich, der migrantische Judenhass sei das Ergebnis einer restriktiven Einbürgerungspolitik. Das heißt, wir sollten schneller einbürgern. Eine rechtliche Ungleichbehandlung habe zur Bildung dieser Parallelgesellschaften geführt. Die Politik der CDU nennte er in dem Zuge, Zitat, ein machtpolitisches Manöver. Ja, was würden Sie sowas entgegnen? Weiß ich nicht, warum man antisemit wird, wenn man nicht schnell genug eingebürgert wird. Das erklärt sich mir noch nicht ganz der Zusammenhang, aber also gut. In der Taz kann man das vielleicht schreiben. Wieder die große Frage ist, also ich meine jetzt ganz, wenn man das jetzt ganz nüchtern und ehrlich betrachtet, also der Antisemitismus im arabischen Raum ist natürlich in Teilen historisch bedingt, zu ganz großen Teilen ist er mit dem Israel- und Palästina-Konflikt belegt. Und ja, also ich glaube nicht, dass eine schnellere Einbürgerung oder größere Integrationsmaßnahmen da ansetzen können, weil das teilweise über Generationen weitergegeben wird. Und naja, also das ist immer so der Punkt. Übrigens, um das Ganze, den Gedanken noch abzuschließen, dieses, die Leute werden radikal oder wenden sich ab oder dergleichen, weil die Mehrheitsgesellschaft nicht einladend genug ist, halte ich ja wirklich für einen kompletten Blödsinn, ja. Denn das müsste ja in dem Fall
alle Einwanderergruppen gleich treffen, aber dem ist ja nicht der Fall. Ja, also es gibt ja zum Beispiel bei Deutsch-Iranern, bei Deutsch-Vietnamesen oder so, also exzellente Statistiken, wo man sieht, die Leute performen im Bildungsbereich deutlich über den Deutschen, also rein Deutschen, die ja schon immer leben. Und dann gibt es eben Gruppen, die performen deutlich schlechter. Und das ist eben der arabische Raum, in weiten Teilen auch türkisch geprägt. Und da muss man sich dann doch vielleicht die Frage stellen, ob es nicht in diesen Gruppen spezifische, wie soll ich sagen, Voraussetzungen gibt, die eine Integration erschweren. Und ich glaube nicht, dass die deutsche Mehrheitsgesellschaft ist, die die eine Gruppe ablehnt und die andere mit offenen Armen empfängt. Das halte ich einfach für falsch. Aber ein Problem, was sich ja auch in der Debatte über Abschiebungen auftut, ist ja, dass man doch auch den Anteil der Demonstranten unterschätzt, die jetzt gerade zum Beispiel Pro-Palästina und Free Palestine rufen auf den deutschen Straßen, dass ein Großteil davon tatsächlich auch eine deutsche Staatsbürgerschaft schon hat. Also, wo ist denn da die Möglichkeit tatsächlich? Ja, das ist das große Problem. Also diese Staatsbürgerrechtsreform, wie sie Rot-Grün damals gemacht hat in der ersten Legislaturperiode, Anfang der 2000er, war ein Fehler. Eine doppelte Staatsbürgerschaft gibt es ja in vielen Ländern dieser Erde so nicht. Die gibt es in ein paar Einwandererländern, wo du sozusagen das Recht haben kannst, zwei Staatsbürgerschaften zu besitzen, weil du sagst, naja, ich bin jetzt eingewandert, hänge aber irgendwie auch noch ein bisschen an meinem Herkunftsland und so. Das kann man ja alles machen. Was nur das Problem ist, also du kannst die Hürden für eine Staatsbürgerschaft senken, wenn die Hürden für eine generelle Einreise oder Niederlassung im Land hoch sind. In Deutschland haben wir aber beides, ja. Also du kommst im Grunde über die Grenze, wenn du rüber marschierst und bekommst dann, weil die Hürden jetzt so niedrig liegen, auch noch mittelfristig einen deutschen Pass. Also wenn da gar keine Vorauswahl mehr getroffen wird, dann haben wir halt ein Problem. Und das sieht man jetzt aktuell auf deutschen Straßen. Die sind auf dem Papier Deutsche, sind aber geistig in diesem Land nicht angekommen. Jetzt haben Sie eben schon mal angesprochen, gut, wir müssen uns überlegen, wen wollen wir denn zu uns ins Land holen? Jetzt kann ich mal nachfragen, wie ist es denn mit den Ukrainern? Sind das Flüchtlinge, die wir uns ins Land holen wollen? Und glauben Sie nicht, dass auch Menschen aus dem Nahen Osten, zum Beispiel jetzt aus Afghanistan, bei uns auch integrierbar sind in die Gesellschaft? Ja, also das, also würde ich erstmal eine schöne, also wir müssen in Deutschland erstmal anfangen, damit zu unterscheiden. Ja, also was, es gibt ja mehrere Kategorien. Es gibt Asylbewerber, politisch Verfolgte, ja, die Dissidenten sind in irgendeinem Land und hierher kommen. Für diese Leute wurde ursprünglich das Asylrecht gemacht. Das Asylrecht deutscher Prägung ist ein Produkt des Zweiten Weltkrieges, wo man an Leute wie Thomas Mann gedacht hat, die in den USA dann im Exil waren, um den Nazis zu entkommen, wo man an osteuropäische Dissidenten gedacht hat, die aus dem Sowjetraum fliehen wollten. Für diese Leute ist das Asylrecht, ja. So. Dann haben wir eben Leute, die Kriegsflüchtlinge sind, subsidiärer Schutz und so weiter und so fort, da zählen die Syrer drunter und so. Das sind Leute, die einfach die keinen direkten Asylgrund haben, die aber in deren Land Krieg herrscht. So, für die Leute ist sozusagen dieser Schutzstatus da. Da gehören auch die Ukrainer dazu. Das ist ja kein Problem, wenn jemand aktiv Schutz sucht. Was aber das Problem ist, weil wir die ersten beiden Kategorien nicht mehr überprüfen. Und teilweise Leute, die eigentlich der Arbeitsmigration wegen, weil sie ein besseres Land wollen, aus dem Maghreb oder von mir aus auch aus dem Libanon oder so zu uns kommen, die dann sich durch dieses System reinwuseln, an der deutschen Grenze Asyl sagen und dann erstmal im System sind, weil jeder, der einmal über die Grenze kommt, wird dieses Land so schnell nicht wieder verlassen. Auch das gehört zur Realität dazu. So, und deswegen müssen wir erstmal sehr genau trennen. Bei den ersten beiden Kategorien, Asylbewerber im klassischen Sinne, politisch Verfolgte und Kriegsflüchtlinge, ja, wird man nicht sagen, oh, ihr jetzt aber nicht. Auch wenn ich sagen muss, auch hier müsste man sich mal überlegen, ob man die Leute nicht in den Heimatregionen unterbringt. Und also, warum jemand aus Syrien nicht im Libanon in einem Flüchtlingsdorf untergebracht werden kann, sondern den ganzen Weg nach Deutschland über keine Ahnung, wie viele Landesgrenzen gehen muss, ist ein anderes Thema. So, aber dann ist der letzte Punkt eben, und da wird es dann kritisch, dass viele, die eben den Vorwand der ersten beiden Gruppen nutzen, hier ins Land kommen und da wird dann eben nicht mehr ausgesucht. Und das sind eben auch Leute da, die dann einfach hier sind.
Und ich sage, gerade bei so einer Arbeitsmigration muss man als Land sehr genau schauen, wen man da haben will. Und da gibt es natürlich Kriterium Nummer eins. Das ist, wie sind die Leute für die Wirtschaft, für den Arbeitsmarkt verwertbar? Die Frage stellt sich überhaupt keiner. Ja? Also wir lassen ja nicht Leute rein wegen Qualifikationen oder weil sie irgendwelche Ausbildungen haben, sondern weil sie an der Grenze stehen. Und das ist dann ein Problem. Und wenn ich gerade sage, ich möchte meinen Fachkräfte- oder generell einen breiten Arbeitskräftemangel jetzt irgendwie beheben, dann muss ich da sehr viel selektiver vorgehen, als wir das tun. So wie es jetzt funktioniert, also funktioniert es ja eben nicht. Nun gibt es ja aber auch im öffentlichen Diskurs sehr viel diese Angst vor einer Festung Europa. Und naja, viele sorgen sich, dass Grenzen tatsächlich ein Ende des freien Europas bedeuten würden. Was würden Sie sowas entgegnen? Ja, so funktioniert der Schengen-Raum. Die Außengrenze soll so geschützt sein, dass man sich im Inneren frei bewegen kann. Also der Punkt ist der, wenn das Außengrenzregime nicht funktioniert, dann muss halt an der Binnengrenze wieder nachgeschaut werden. Das heißt ja nicht, dass da abgeschottet wird, aber dass ich zumindest mal sage, huch, jetzt habe ich hier vier Leute in einem Lieferwagen hinten drin. Ja, die lasse ich jetzt mal nicht über die Grenze rein. Ich finde, das sollte schon möglich sein. Und wenn ich ganz ehrlich sein darf, die Festung Europa, ich wünschte, wir hätten die Festung Europa. Weil das, was wir jetzt aktuell haben, ist gar nichts. Und eine Organisation wie die Europäische Union oder ein Nationalstaat wie der unsere, der seine eigenen Grenzen und damit seine eigenen Souveränitätsrechte nicht wahren kann, so braucht man leider nicht. Vielleicht können wir jetzt ein bisschen auf die Realpolitik schauen, was denn wirklich passiert, oder eher nicht, was passiert, sondern worüber geredet wird. Denn in den Medien wurde ja jetzt Robert Habeck jüngst sehr viel für seinen Pragmatismus in dieser einen Rede, die er auf seinen sozialen Medien verteilt hat, gelobt. Plötzlich reden eben auch weite Teile der aktuellen Regierung von einer Migrationswende. Steckt da tatsächlich mehr dahinter als Lippenbekenntnisse? Das muss man dann prüfen, also ich sage, solange sich bei der Einreise bzw. der Grenzsicherung nichts ändert, wird erstmal sich nichts tun. Und wir brauchen also uns da auch keine Illusionen machen. Am effektivsten wäre es, Leute, die nicht hier sein sollten, aufs rechtlichen Gründen nicht ins Land reinzulassen. Das heißt, ich muss irgendwo zu dem Punkt kommen, wo ich sage, lieber Herr XY, Sie leider nicht. Und wenn wir das schaffen, sich das rumspricht und der Zustrom der Leute da versandet, dann können wir von einer echten Wende sprechen. Solange dieser Schritt, eine effektive Grenzsicherung, nicht gemacht ist, da können wir die schönsten, salbungsvollsten Worte in irgendwelchen Twitter-Videos hochladen, aber das bringt am Ende relativ wenig. Wobei ich zu Robert Habeck sagen muss, den Ton, den er getroffen hat, hat er schon sehr gut gemacht. Also muss man sich auch mal fragen, warum der Bundespräsident oder Bundeskanzler sowas nicht hinbekommen haben. Das habe ich mir auch gedacht bei der Ansprache, das stimmt. Bisschen weg von der Grenzsicherung hin wieder zurück zum Thema Einbürgerung. Ja, Oppositionsführer Friedrich Merz äußerte sich kürzlich auch zu den Geschehnissen auf den deutschen Straßen und forderte ein Bekenntnis zu Israel bei der Einbürgerung eben. Also, wie soll das funktionieren? Und ist eine Forderung nach einem Gesinnungstest, was das ja quasi dann wäre, nicht auch populistisch? Also ich glaube, wir sind inzwischen an einem Punkt, wo es so lichterloh brennt in unserer Gesellschaft, dass wir alle Maßnahmen mit maximaler Härte fahren müssen. Und ich sage ganz ehrlich, Gesinnungstest klingt natürlich so negativ, aber am Ende sagt dieser Test, passe ich in eure Gesellschaft, ja oder nein? Also es wird ja niemand gezwungen, nach Deutschland zu kommen. Es wird ja niemand gezwungen, sich für einen deutschen Pass zu bewerben. Es wird ja niemand gezwungen, deutscher Staatsbürger zu werden. Aber der Punkt ist eben, wenn ich gewisse Sachen nicht mitgehen kann, weil sie mir religiös oder politisch verwehrt bleiben, ich aber dann trotzdem Teil dieser Gesellschaft werden möchte, dann passt da irgendwas nicht zusammen. Und ich meine, die Staatsräson mit Bezug auf Israel ist ein Punkt. Aber am Ende heißt Staatsräson Israel natürlich, ich bekenne mich zum westlichen Bündnis, denn dazu gehört Israel und ich bin klar gegen Antisemitismus. Und ich verstehe, dass die Deutschen oder dann wir als Deutsche, weil er will ja dann Deutscher werden, eine gewisse Verantwortung
Israel gegenüber haben, aufgrund unserer Geschichte. So, und das muss ich dann akzeptieren, wenn ich Deutscher werden will oder Deutscher bin. Und das würde ich dann auch nicht als Gesinnungstest framen, sondern es ist eigentlich nur ein Gütesiegel, mental angekommen im Westen. Und wer das nicht erfüllen kann, hat meiner Meinung nach auch nichts zu suchen in diesem Land. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie dazu eine Antwort haben, aber mich würde es tatsächlich rein aus Interesse interessieren. Also wenn es tatsächlich ein Bekenntnis zu Israel in diesem, also vor der Einbürgerung oder während der Einbürgerung passiert, ist es da tatsächlich möglich, sich darauf zu berufen, wenn dann etwas passiert auf deutschem Boden, was antisemitisch ist, um dann auch direkte Konsequenzen zu ziehen? Ja, das müsste man dann so machen. Also ich meine, es gibt ja ein paar, ich glaube, im deutschen Recht ist es so, dass die Leute nicht staatenlos werden dürfen. So, das ist dann gerade im Fall von Palästinensern oder so relativ schwierig, dann Pass wieder abzunehmen. Aber ich sag's mal so, also deswegen muss man halt im Vorfeld zum einen sehr genau testen und prüfen, wer da eigentlich jetzt dann zu uns kommt. Wenn diese Leute die Kriterien dann, wenn sie dann da sind und die Kriterien erfüllen, dann muss man nochmal bei der Einbürgerung sehr genau schauen. Und dann muss man eben, wenn was vorkommt, versuchen, diesen Pass wieder abzunehmen. Aber ich finde eigentlich, der Weg zum Pass muss so relativ kompliziert sein, dass es zu diesen ganzen Auswüchsen nicht kommt. Dass es immer mal einen Antisemiten gibt, der dann einen deutschen Pass bekommt, daran wird man nichts dran ändern können, ja, weil ich weiß nicht, wie viele Hunderttausenden von Einbürgerungen passiert das dann eben auch, aber dass man schon den Anspruch hat, dass man sagt, nee, nee, also die Leute, die zu uns kommen, die müssen auch wertebasiert irgendwie bei uns stehen. Ich finde, das kann man schon erwarten. Und ich meine, alles andere wäre ja auch absurd. Also ich bin ganz ehrlich, ich will diese Bilder, wo irgendwelche Leute mit IS- und Taliban-Flaggen durch europäische Städte laufen, will ich nie akzeptieren. So. Und da bin ich noch nicht mal Jude, da fühle ich mich auch als normaler Mensch einfach nur persönlich bedroht. Das ist einfach ein Bedrohungspotenzial. Und ich habe keine Lust, dass diese Leute zu 100.000 bei uns im Land sind. Ich muss mich dafür auch gar nicht rechtfertigen. Das ist dann so eine Sache, ja, das ist dann wieder Populismus. Dieses Land hat über Jahre und Jahrzehnte alles, was irgendwie sich an der öffentlichen Ordnung orientiert hat, als Rechtspopulismus geframed. Und jetzt sitzen wir genau da, weil wir diese Debatte in dieser Breite und dieser Ehrlichkeit nie geführt haben. Weil irgendwelche Leute sagen, wir bekommen hier Menschen geschenkt und unser Land wird sich verändern und ich freue mich drauf. Und keiner hat eigentlich mal überlegt, was bedeutet denn das konkret, wenn Hunderttausende junger Muslime ins Land kommen? Teilweise mit prekären, also aus prekären Verhältnissen, ohne höheren Bildungsabschluss, ohne Sprachkenntnisse, ohne kulturelle Sensibilität für unsere Gesellschaft. Ja, ich bitte euch. Also, wenn jeder Freibadbesuch inzwischen zum Spießrutenlauf wird, dann müssen wir uns als Gesellschaft schon mal fragen, was hier eigentlich los ist. Weil das, was wir gestern, also es ist ja immer die gleiche Problemgruppe, die wir da sehen. Die gestern zu Tausenden durch Berlin marschiert sind, sind genau die gleichen Gestalten, die dir im Park im Zweifel das Handy abziehen oder dich im Schwimmbad, im Freibad begrapschen und danach gibt es eine Massenschlägerei. So. Also da brauchen wir doch bitte gar nichts zu tun, als wüssten wir nicht, woher es kommt. Und das liegt alles daran, dass wenn jemand das mal so gesagt hat in dieser Deutlichkeit, obwohl es jeder normale Mensch sieht, wird irgendwo ein Migrationsforscher um die Ecke kommen, der dir mit irgendwelchen hingerotzten Statistiken erzählt, nein, so wäre das doch gar nicht und das muss man alles differenzierter sehen und das ist alles Populismus. Wenn Deutschland etwas braucht, dann ist es jetzt ordentlicher Rechtspopulismus, so, der die Leute, der diese Stimmung, diese Unzufriedenheit aufgreift und in was Positives umwandelt, nämlich eine Gesetzverschärfung, eine härtere Gangart in Sachen Migration etc. pp. Das fehlt dem Land. Und das, glaube ich, brauchen wir, um den Diskursraum so zu erweitern, dass wir dann wirklich zu einer Lösung kommen, die zielführend ist fürs Land. Deutschland braucht einen ordentlichen Rechtspopulismus. Heißt Populismus nicht eigentlich die Vereinfachung von Problemen? Also müssen wir das Ganze herunterbrechen auf einfache Tatsachen, um das so besser lösen zu können? Oder ist das dann doch nicht zielführend, weil das. Ja, das kommt immer drauf an. Also ich würde sagen, Populismus ist erstmal was Wertfreies, ja. Also es gibt Leute, die zucken schon, wenn man das Wort Populismus verwendet. Ich bin ja CSU-Mitglied. Die CSU hat immer einen gesunden Populismus im Leib gehabt. Und Populismus für mich, so wie ich ihn verstehe, wie er auch in meiner Partei gelebt wird, heißt
komplexe Themen runterbrechen auf klare Formeln, wo jeder weiß, was gemeint ist. Und aus diesen Formeln werden dann Richtungsentscheidungen abgeleitet. Ja, wo es dann heißt, also wir brauchen eine Obergrenze oder wir brauchen eine Maut oder so. Ja, das sind sozusagen klare, kleine Botschaften, mit denen jeder was assoziieren kann und dann entscheidet man sich für etwas. Populismus heißt für mich zudem auch, es ist eine Mobilisierung der eigenen Wählerschaft, der eigenen Anhängerschaft, ja, weil das heißt, du orchestrierst Stimmungen, du setzt dich auch, also setzt dich an die Spitze dieser Bewegung, einer Unzufriedenheit oder eines Gefühls und dergleichen und leitest diese Strömung, diese Stimmung in irgendein Politikvorhaben ab. Das machen ja andere auch, ja. Also ich meine, wir sehen das ja ganz stark bei Linkspopulismus, wenn wir sagen, oh, der Mindestlohn, der muss erhöht werden, ja. Ich meine, da gibt es rational auch keine Erklärung für. Also warum sollte der Mindestlohn jetzt höher werden? Außer das Gefühl ist, die Leute, denen reicht das Geld nicht mehr. So, und aus diesem Gerechtigkeitsdefizit wird dann eine politische Forderung abgeleitet. Und die Leute, die dann einen höheren Mindestlohn bekommen, haben das Gefühl am Schluss des Prozesses, oh, jetzt geht es mir besser, ich habe mehr Geld in der Tasche. So, und das mit dem Populismus generell eben etwas, dass man sagt, es gibt eine Unzufriedenheit und man setzt dann auf eine breite politische Meinungsbildung und wandelt das dann um in eine politische Handlung. Deswegen finde ich, ist Populismus erstmal gar nichts Schlechtes, weil er eigentlich nur ein Mobilisierungsfaktor ist. Und ja, wo ist der Unterschied zur AfD? Sie sagen jetzt eben gesunder Rechtspopulismus und den hätte die oder habe die CSU auch. Wo ist da die Abgrenzung zur AfD? Hat die AfD dann einen ungesunden Rechtspopulismus? Ja, das ist der Unterschied. Also es gibt den Unterschied beim Populismus, da wo er destruktiv wird. Also bürgerlicher Populismus mit rechts heißt, man will eine Stimmung nutzen, um sie in einen demokratischen Prozess einzubinden. Und ich glaube, das ist der große Unterschied zur AfD. Die AfD hat kein Interesse im weitesten Sinne daran, diese Unzufriedenheit in einem klaren demokratischen Prozess abzubilden. So. Sondern bei der AfD wird dieser Unzufriedenheit dazu genutzt, den Institutionen zu schaden und wie soll ich sagen, das System irgendwie zu untergraben. Und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen einem normalen, gesunden Populismus, der einfach nur eine Stimmung aufgreift, um sie dann wieder in ein demokratisches System einzuspeisen, und einem ungesunden Populismus, den ich aber nicht mehr Populismus nennen würde, sondern eigentlich irgendwie Zersetzungsprozess, wo eine Stimmung so weit vorangetrieben wird, wo man an der Lösung gar nicht in erster Linie orientiert ist, weil man eigentlich das System zerstören möchte. Ja, das ist doch ein ganz gutes Schlusswort für diesen Abschnitt. Ja, wir würden vielleicht noch mal gerne ja, auf Ihre Mitgliedschaft in der CDU, CSU oder in der CSU zu sprechen kommen, ebenso wie auf The Republic, ein Projekt, was Sie ja leiten. Und beginnen vielleicht mit der CSU-Mitgliedschaft. Sind ja auch teils, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob Sie aktiv gerade noch sind. Ich glaube nicht, oder? Ich bin immer aktiv, aber ich bin jetzt nicht parteipolitisch in irgendwelchen Okay. Ämtern gebunden. Genau. Aber schauen Sie gerade, also genau hier momentan, eher positiv oder negativ auf die Oppositionsarbeit der Union? Eigentlich ganz positiv, weil ich das Gefühl habe, dass sie sich jetzt endlich mal wieder ein bisschen gefunden hat. Also ich bin ja mit 15 in die CSU eingetreten. Das ist gewesen, als Angela Merkel gerade Kanzlerin geworden ist. Und habe ja eigentlich in meiner politischen Sozialisierung nie was anderes erlebt, außer Angela Merkel an der Spitze des Landes und auch an der Spitze der Union. Und ich merke, dass viele Diskussionen, die man so nicht führen konnte in der Partei, jetzt in der gesamten Union geführt werden. In der CSU war das immer schon anders, muss man fairerweise sagen. Die CSU hat einen sehr starken Binnenpluralismus. In der CSU kann man sagen, was man denkt. In der CSU kann man auch gegen die Obrigkeit aufmucken. In der CSU kann man auch, ja, wie soll ich sagen, mit einer
mit einer unpopulären Meinung oder so ganz normal Karriere machen, weil die Leute sagen, ist doch gut, dass einer mal ein bisschen anders sieht. Und das ist in der CDU alles nicht der Fall gewesen. Also das ist schon, CDU ist da ein sehr komisches Konstrukt. Und ich habe aber das Gefühl, dass jetzt in der Opposition die CDU wieder ein bisschen zu sich findet, dass sie zum einen natürlich mit Friedrich Merz einen neuen Parteivorsitzenden hat, der andere Akzente setzt, aber auch, dass innerhalb der Partei wieder anders gestritten wird. Und ich habe das Gefühl, dass das Koordinatensystem in der CDU und damit in der gesamten Union sich wieder nach rechts verschiebt. Und dass eine Volkspartei wie die Union oder die Volksparteien CDU, CSU natürlich eigentlich auch im Mitte-Rechts-Spektrum angesiedelt sein müssen. Und deswegen es ganz erstrebenswert ist, wenn die sich da zurückentwickeln, da finde ich eigentlich gut. Bin ich eigentlich jetzt happy? Ich finde es aber auch Wahnsinn, wie lange es dauert, so einen Riesenapparat wieder umzubauen. Also da sind wir, glaube ich, auch immer noch am Anfang. Das heißt, bisher erfüllt Merz in Ihren Augen die Erwartungen des konservativen Teils der CDU-CSU? Ja, also ich glaube, die März-Euphorie ist verflogen, auch bei mir. Aber ich möchte natürlich nicht leugnen, dass Merz natürlich also die beste Wahl ist für uns, ja. Und dass auch wenn Merz, glaube ich, gar nie so war, wie man ihn sich erhofft hatte. Ich glaube, Merz war nie dieser konservative Hardliner, zu dem man ihn da teilweise gemacht hat. Was mir bei Merz nicht gefällt, ist, dass er irgendwie so wankelmütig ist manchmal. Deswegen gibt es dann immer diese Übersprungshandlungen, wo er was sagt, dann muss er es zurücknehmen oder er sagt was und die Leute sagen, wie kommt er jetzt da drauf und so. Also da hätte ich mir, manchmal hätte ich da gerne eine klare Linie, aber an sich ist Merz ziemlich okay und ich kenne ihn auch persönlich ein bisschen. Ich mag ihn und ich finde es gut, dass er da ist, wo er ist. Und ich wüsste jetzt wirklich beim besten Willen nicht, wer es außer ihm machen sollte. Weil ich glaube, Merz ist der Einzige, der eine breite Unterstützung hat in der CDU, der den Laden zusammenhalten kann. Wahrscheinlich ist genau das ja auch die Problematik, warum er sich manchmal zurückpfeifen lässt. Sicherlich, weil ich glaube, Bundesvorstand der CDU ja auch einige sitzen, die Merz von vornherein eher als kritisch betrachtet haben, oder? Ja, aber da muss ich sagen, das ist der Punkt, den ich bei Merz, den ich ankreide. Merz muss er einfach aufräumen. Also wenn ich so einen Laden übernehmen will, dann muss ich halt einfach aufräumen. Dann muss ich im Konrad-Adenauer-Haus die Hälfte der Leute rausschmeißen und dann muss ich dafür sorgen, dass Präsidium, Parteivorstand und auch die ganzen Landesgremien und so mit meinen Leuten besetzt werden. So, dass man immer Leute einbinden muss, die einen von Anfang an nicht gut fanden, ist ja klar, ist ja auch in Ordnung. Aber dass man im Sinne Appeasement macht an Funktionäre, obwohl man bei der Mehrheit der normalen Mitglieder also ein sehr gutes Standing hat, das verstehe ich nicht ganz. Ich finde, da hätte er am Anfang einfach ein bisschen mehr dazwischen hauen müssen. Aber das wird jetzt über die Zeitachse immer schwieriger, wobei man natürlich auch da sagen muss, manche personellen Probleme lösen sich einfach dann auch mittelfristig auf, weil Leute nicht reingewählt werden oder Leute sich mit dem Status quo jetzt abfinden und so. Aber also das ist der einzige Vorwurf, den ich Merz ein bisschen machen würde. Er hätte am Anfang, glaube ich, ein bisschen mehr neue Leute reinbringen müssen. Ich greife das gerne nochmal auf mit dem gesunden Rechtspopulisten. Ist denn Merz ein gesunder Rechtspopulist? Zum Nein. Beispiel ist keiner. Nein. Friedrich Merz sagt Sachen, die ihm in den Sinn kommen, die kann man als rechtspopulistisch nehmen, aber ich glaube nicht, dass Friedrich Merz, also das jetzt auf einer strategischen Ebene sagt, ich mache jetzt eine populistische Äußerung und dann geht es in Umfragen hoch, sondern ich glaube, aus Merz brechen manchmal Dinge heraus, die er so empfindet Die oder die er so Zahnarztsache sieht. zum Beispiel. Der Zahnarzt. Zahnarzt ist, wird so gelaufen sein. Irgendjemand, ein Zahnarzt, den er kennt, hat ihm gesagt, du Friedrich, bei uns und es ist so und so viele Leute sind da. Und ich glaube nicht, dass ihm jemand das auf den Zettel geschrieben hat. Ich glaube auch nicht, dass er diesen Punkt strategisch selbst gemacht hat. Ich Ja. weiß nämlich super, zum Beispiel, dass dieses Konrad-Adenauer-Haus an dem Tag, als er die Zahnarztgeschichte gesagt hat, die hat einen Betriebsausflug, also eine denkbar ungünstige Position, um so eine Geschichte einzufangen. Und das sagt Friedrich Merz, weil es ihm in den Sinn kommt, weil Friedrich Merz einfach Sachen sagt, die er für richtig empfindet. Das ist also nicht eine rechtspopulistische oder eine populistische Strategie oder ein Agenda-Setting, sondern es ist einfach Friedrich Merz.
Ja, nun versuchen sie ja auch nicht nur als Parteimitglied sicherlich Einfluss zu nehmen auf die Politik oder auch natürlich die Oppositionsarbeit ihrer Partei, sondern versuchen auch aus der außerparlamentarischen Opposition zu agieren, und zwar eben ja, mit dem Projekt The Republic. Damit wollen sie gegen freiheitsfeindliche Tendenzen vorgehen, unter anderem. Also was kann man denn eigentlich The Republic bezeichnen? Das ist eine gute Frage. Das ist immer sehr schwer zu fassen. Ich würde sagen, inzwischen ist es ein Netzwerk, sind wir Netzwerker, die im Hintergrund Netzwerke spannen und Verbindungen und Allianzen, die Zukunft, ja, wie soll ich sagen, die in Zukunft eben es schaffen, gewisse Sperrminoritäten im bürgerlichen Lager aufzubauen und irgendwann mal in Zukunft auch irgendwie gesellschaftliche Mehrheiten zu erringen. Wir haben am Anfang hatten wir so ein bisschen so ein, wie soll ich sagen, so ein Nachrichtenseiten-Look oder so. Deswegen hat man uns irgendwie auch für so ein Online-Medium gehalten. Aber ich würde sagen, was wir aktuell sehr viel machen, sind vor allem Veranstaltungen, Events, politische Salons, parlamentarische Frühstücke. Wir hatten jetzt vor 3 Wochen mit der International Democracy Union, also dem Zusammenschluss der konservativen Parteien in der globalen Allianz, also da gehören CDU, CSU, Tories, Republikaner, die EVP-Parteien und so dazu, hatten wir ein Abendessen im China Club mit dem Gesandten der israelischen Botschaft. Das war der Dienstag nach den Terroranschlägen und dem ehemaligen nationalen Sicherheitsberater der israelischen Regierung, Professor Dan Shiftan. Und dann haben wir da eben Abgeordnete, dann haben wir da so ein bisschen Leute aus dem Unionsvorfeld, und dann machen wir eben über so einen Abend, bringen wir unsere Punkte unter, und reden mit den Leuten, sind dann mit denen per Du und dergleichen, haben einen engen Kontakt zu denen. Und das ist so, wie ich jetzt ein bisschen meinen Einfluss sehe, weil man natürlich auch anders als vor 3 Jahren mal natürlich auch fairerweise sagen muss, dass sich medial einiges verändert hat, dass es Leute gibt, die das, was ich ursprünglich mal machen wollte, besser und effizienter machen als ich, auch mit größeren Etats. Und die gesellschaftliche Debatte ist jetzt eigentlich da, wo ich sie immer haben wollte. Deswegen können wir das ein bisschen runterfahren. Und jetzt ist eben meine Hauptaufgabe, Leuten mal was ins Ohr flüstern. Ich glaube, so würde ich das sagen. Und das machen wir, glaube ich, ganz gut. Sie sagten, im bürgerlichen Lager würde das vonstatten gehen. Geht das auch überparteilich in Deutschland vonstatten? Also gibt es dann auch, also wenn es von parlamentarischen Abenden die Rede ist, sind dann auch teilweise FDPler dabei oder aus anderen Parteien? Ja, aber FDPler sind gerade dadurch, dass sie in der Regierung sitzen, also FDP und Union haben aktuell nicht das beste Verhältnis, und das merkt man auch bei solchen Geschichten. Aber prinzipiell habe ich auch, natürlich strecke ich die Arme und die Fühler auch mal zur FDP aus, so ist es nicht. Aber dadurch, dass wir natürlich so unionsgebrandet sind, ist es in dem Fall auch ein bisschen schwieriger, muss ich jetzt sagen. Und dadurch, dass die FDP halt jetzt in dieser Ampel sitzt und dadurch die zwei bürgerlichen Parteien im Grunde aufgespalten sind, ist es ein bisschen ungünstig. Aber es gibt auch bei der FDP Leute, die den Kontakt zu uns suchen oder den wir haben und so. Das ist okay. Also für die Zukunft sehe ich da, glaube ich, keine Probleme. Die Frage ist nur, gibt es die FDP dann noch? Also man kann es nicht darauf runterbrechen zu sagen, sie versuchen Wähler für die CDU/CSU zu mobilisieren. Nein, das ist also, ich stehe der Union nahe und persönlich tue ich das auch, aber ich will, dass Deutschland gut regiert wird, und ich will, dass meine Vorstellungen von Politik durchgesetzt werden. Und wer mir jetzt dann die Grenze schließt in nächster Zeit, ist mir dann relativ egal. Ja, ich würde dann vielleicht nochmal auf ein Zitat eingehen, was ich gefunden habe, nämlich in meiner allerliebsten politischen Stiftung, der Amadeo-Antonio-Stiftung. Sie hat nämlich zitiert vor 2 Jahren, wahrscheinlich rund um die Gründung von The Republic. Zitat: Mit The Republic bringt sich das Lager des radikalisierten Konservatismus in Position. Und weiter, Zitat: Es zeigt sich gleich, wie die Stoßrichtung des Mediums und damit möglicherweise auch der neuen CDU sein soll. Die politische Auseinandersetzung soll in einen Status des permanenten Skandalisierens und Emotionalisierens gebracht werden. Diese Strategie haben schon Trump und Kurz gefahren. Zitat Ende. Kommentieren Sie das, bitte? Finde ich jetzt erstmal nichts Schlimmes dran, was Sie da schreiben. Also ich meine,
Das, der Punkt ist, was die als radikalisierten Konservatismus sehen, ist halt einfach normaler Konservatismus, der halt irgendwann mal sagt: Moment, Leute, so funktioniert es halt nicht. Die Leute, also der Punkt ist der, das meine ich eben. Unter Angela Merkel war die CDU halt einfach ein auf grün gedrehter Tanker, der halt alles mitgemacht hat. Und jetzt plötzlich sagt dann irgendjemand: Ja, Moment einmal, aber Frauen haben doch gar keinen Penis. Ja, und dann ist es plötzlich radikaler Konservatismus. Nee. Ihr seid die radikalen Leute und wir sind einfach nur die Leute, die es schon immer so gesehen haben, wie sie es gesehen haben. Man kann ja mit mir auch über alles reden. Ich würde sagen, dass mein Lebenswandel sehr im 21. Jahrhundert beheimatet ist, aber dass ich nicht zu jedem Schwachsinn Ja und Amen sagen muss und das dann mir als Radikalisierung vorgeworfen wird, das sollte wohl auch klar sein. Und ich meine, diese ganzen Trump-Vergleiche und also das ist halt völliger Schwachsinn. Weil Trump ist halt ein Systemsprenger, weil der Mann als Außenseiter in so eine Geschichte reingegangen ist. Und dann solche Lehren und Übertragungen irgendwie dann nach Europa zu bringen und dann auch noch Rückschlüsse auf die CDU zu haben, ist halt einfach Blödsinn. Aber ich glaube, er hat einen Text geschrieben, Annika Brockschmidt. Ich glaube, die hat ja damals auch, von der kommt ja auch so ein, die hat ja auch diesen radikalen, ach so, Entschuldigung, nee, Annika Brockschmidt ist ja die US-Expertin, jetzt habe ich sie verwechselt mit Natascha Strobel, die ja auch irgendwie dieses Buch geschrieben hat mit dem radikalen Konservatismus. Also da muss ich halt auch einfach mal sagen, die hat halt einfach die Definition des Faschismus genommen, daraus dann irgendwie schablonartig was über die ÖVP, Sebastian Kurz etc. genommen und dann kommt da irgendwie so ein politisches Standardwerk in Anführungszeichen raus. Kann man ja alles so sehen, aber ist ja, also nehme ich gar nicht so ernst. Das Einzige, was Sie schon erkannt haben, ist ja, das stimmt, wir haben deutlich, also diese Justierung der CDU. Da sind wir, glaube ich, jetzt nicht die Ursache, aber doch ein Symptom, dass es einfach Leute gibt, die gesagt haben, bis hierhin und nicht weiter. Und jetzt ändern wir mal was radikal. So, und ich sage es ganz ehrlich, also bei so einer behäbigen Partei wie der CDU und auch bei so einem behäbigen Land wie Deutschland braucht es ab und zu Disruption. Also ich bin fest davon überzeugt, dass es Disruption braucht und ich bin auch gerne Disruption. Tatsächlich ist dieses Zitat von der Amadeo-Antonio-Stiftung von einem Gastbeitrag von Natascha Strobel. Sage ich, Also. ja, genau, okay. Ja, ist ja okay. Also Natascha Strobel kann ja alles schreiben, was sie will, aber das ist halt dieses, ne, also wenn jedes Problem aussieht, wie ein Nagel und so weiter, ne, das ist halt alles radikaler Konservatismus. Die hat da jetzt eine These aufgestellt und findet das halt überall und komischerweise, also diesen radikalen Konservatismus in der CDU, den muss ich erstmal noch finden heute. Ja, Thema Liberalismus dann aber auch, weil sie sich ja mit The Republic als liberal-konservative Organisation bezeichnen. Viele würden sagen, dass rein theoretisch das vielleicht auch ein bisschen gegenteilig ist, aber geht liberal und konservativ zu sein zusammen? Ja, also ich würde sagen, heute auf jeden Fall. Also was beide Konservatismus und Liberalismus gemeinsam haben, ist, dass sie in ihrem Ursprung anti-ideologische Strömungen sind. So, das heißt, wir wollen keinen neuen Menschen bauen, wir wollen keine neue Gesellschaft bauen, wir sind eigentlich mit dem, was wir haben, zufrieden. Es gibt eine natürliche Ordnung. Die ist im Konservatismus kommt die aus der Struktur, im Liberalismus kommt die aus dem Individuum. Und da gibt es natürlich große Überschneidungen. Also ich meine zum Beispiel, der angelsächsische Konservatismus hat sehr starke liberale Tendenzen in sich drin. Den haben wir in Deutschland nicht ganz so ausgeprägt in der Christdemokratie, weil Kontinentaleuropa auch ein anderes Liberalismusbild und eine andere Liberalismuserfahrung hat. Aber also mein Idealbild der Gesellschaft ist eigentlich die Spaßgesellschaft der FDP der 90er Jahre, ja, oder der frühen 2000er. Also man konnte alles machen, es war alles in Ordnung, es hat alles funktioniert, die Leute wurden in Ruhe gelassen. Ich will eigentlich, dass Leute so gefühlt zur Love Parade gehen können und abends sicher nach Hause fahren. Ja, so, das ist irgendwie meine Vorstellung von Gesellschaft. Und das ist so ein bisschen, das ist uns, glaube ich, ein bisschen abhanden gekommen. Weil wir jetzt natürlich mit der Identitätspolitik von ganz links, aber auch von ganz rechts
jetzt gewisse Leitplanken eingezogen bekommen haben, die den öffentlichen Diskurs verengen, die gewisse, ja, wie soll ich sagen, Realitäten leugnen oder umbauen wollen und so. Und das ist übrigens da, das meine ich mit Liberalkonservatismus oder liberal-konservativ. Wir wehren uns eigentlich im Grunde dagegen, gegen den Aufbau einer utopischen neuen Gesellschaftsordnung. Und das haben Liberale und Konservative in einem. Und deswegen ist das so der Punkt. Außerdem, ich bin ja auch kein klassischer Konservativer. Aufgrund meines persönlichen Lebenswandels bin ich schon nicht. Dann bin ich auch gar nicht so in so einem konservativen Milieu aufgewachsen. Ich habe schon eine sehr kosmopolitische Herangehensweise an Dinge. Und also ich könnte mich jetzt über so eine Cannabis-Legalisierung kann ich mich gar nicht aufregen. So, ja, sollen die Leute doch alle Drogen nehmen, die sie neu nehmen wollen, wenn es erwachsene Leute sind, dann schmeißt euch halt am Wochenende ein, was ihr wollt. Da würde ich jetzt gar nicht die Nase rümpfen, ja. So, ich meine, würde ich ehrlich sagen, würde mich, also ich finde es eigentlich eher komisch, wenn Leute es nicht machen, weil ich mir denke, was habt ihr denn für langweilige Leben, ja? Aber also das sind alles so Punkte, die kann ich so nicht mitgehen. Ich mag auch am deutschen Konservatismus seine Engstirnigkeit und Kleingeistigkeit nicht. Ich mag, dass es Regeln gibt, aber ich entscheide für mich selbst noch, an welche ich mich halte, so, ja. Aber dafür braucht es halt ein gewisses, ja, wie soll ich sagen, braucht es halt ein gewisses bildungsbürgerliches Selbstbewusstsein und natürlich auch eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, Weitsicht oder so, die halt so eine Engstirnigkeit ablehnt. Also ich komme aus einem liberal geprägten Münchner Elternhaus, bin in München aufgewachsen, habe dann im Ausland studiert, mein Mann ist Australier und so. Dadurch hat man, glaube ich, generell schon mal eine Perspektive, die vielleicht ein bisschen anders ist, wenn man irgendwo aus dem Land, aus der Enge kommt. Aber ja, so, jetzt bin ich ein bisschen in die persönliche Note abgedriftet, aber. Da wollte ich noch mal kurz nachfragen. Jetzt haben Sie es nämlich schon zweimal gesagt. Ihr persönlicher Lebenswandel, was meinen Sie denn damit? Ja, also ich bin halt jetzt nicht vom Land und ich bin auch nicht irgendwie, mein Ziel war es nie zu sagen, ich bin hier aufgewachsen, ich will hier für immer leben, sondern mich drängt es raus in die Welt, ich will immer höher, schneller, weiter. So, und das ist, ich schaue immer schon, was gibt sonst noch? Ich meine, dass ich schwul bin, hat natürlich wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ich auf viele Dinge einfach eine andere Perspektive habe, dass ich, auch wenn ich mich immer schon als Teil der Mehrheitsgesellschaft gefühlt habe und auch mich so verstehe, natürlich schon irgendwie Teil einer Subkultur bin, so, die auch noch mal anders tickt als der Rest. Dann habe ich im Ausland studiert und so. Mich hat es einfach schon immer woanders hingezogen. Ich fand das immer interessant. Mir wird es dann irgendwann auch langweilig, wenn ich wo zu lange bin. Und das haben viele Leute nicht in sich. Also das merke ich einfach auch, wenn ich Leute treffe oder auch in Deutschland irgendwie so. Es gibt nicht mal meine Schwester zum Beispiel hat das so in sich, obwohl wir aus dem gleichen Haushalt kommen. Es gibt Leute, die wollen immer mehr und was anderes und was Neues und immer was erleben und so. Und es gibt Leute, die sind halt zufrieden, wenn sie ihre Strukturen, ihre Routine haben. Und das meine ich eben, da bin ich überhaupt gar nicht konservativ, was das angeht. Ich brauche keine Struktur, ich brauche keine Routine, ich genüge mir dahingehend selbst, ja. Ja, stimmt, da das wäre ja tatsächlich eher dem Liberalen zuzuordnen, Ja, das würde ich auch total, sagen. total. Das Problem ist nur, beim dem Liberalismus werfe ich vor, dass er im Grunde genauso naiv ist wie alle anderen politischen Ideologien, weil der Liberalismus erstmal von irgendwie was Positivem, er hat ein positives Menschenbild. Ne? Der Liberalismus sagt, naja, die Leute, die haben schon irgendwie Verantwortungsbewusstsein und die wissen schon, was für sie gut ist und die können das selbst entscheiden und so. Und dann denke ich mir, naja, also das mag in einer Gesellschaft, an einem Unicampus mag das funktionieren, in der Gesellschaft an sich funktioniert es halt leider nicht. Und deswegen bin ich auch kein Liberaler in letzter Konsequenz, weil ich dann doch mein Weltbild doch sehr an Thomas Hobbes orientiert ist, ja. Und ich sage, irgendwo braucht es mal eine zentrale Instanz, die da eingreift. Ja. So. Also der Unterschied zwischen dem Liberalen, ich bin eigentlich ein Liberaler, also so gefühlt vom Bauchgefühl will ich sein, aber am Ende brauche ich doch eine zentrale Autorität und die lehnt der Liberale halt dann doch irgendwie ab. Ja, das ist ein Kritikpunkt, den ich auf jeden Fall nachvollziehen kann. Benny, hast du da einen Take zu? Was würdest du dazu sagen? Ich glaube, eine zentrale Instanz würde jetzt auch nicht jeder Liberale ablehnen, sondern ich glaube, da schwappt es dann doch eher schon ins Libertäre ab, oder?
Ja, also ich meine jetzt so, ich mit zentraler Instanz meine ich habe schon dann den Hang zu einer autoritäreren Lösung, wenn es sein muss. Okay. So, ja, Ja. den hat er, also ich konnte zum Beispiel, also ich habe jetzt bei Covid mir dann auch oft meinen Teil gedacht, aber ich bin jetzt nicht jemand, der wegen einer Grundrechtseinschränkung auf die Straße geht, so, weißt du, dann, sondern ich sage, naja, die haben sich das überlegt, da wird schon, die werden schon irgendwas wissen und das passt dann schon so, ja. Und dass man dann im Rückblick sagen kann, das war dann doch zu viel. Also ich meine, ich war zum Beispiel gegen eine Impfpflicht, aber ich denke mir so, ja Leute, ihr werdet doch einfach mal jetzt 2 Wochen zu Hause sitzen können, ohne irgendwen zu sehen. So. Und das sind, das, da macht es natürlich, da rumort's im Liberalen so. Und ich bin natürlich von meinem Staatsverständnis so, dass ich sage, naja gut, die Regierung weiß schon irgendwie, was sie tut. Das war zumindest bis vor kurzem so. Inzwischen bin ich auch eher sehr staatskritisch, weil ich halt sehe, dass hinten und vorne nichts mehr läuft und jetzt auch nicht mehr die besten Leute sich um diesen Staat kümmern. Aber prinzipiell habe ich eine positive Entwicklung oder positive Einstellung dem Staat gegenüber gehabt. So. Und die habe ich in mir tief drin immer noch irgendwie. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zum Liberalen. Mal gucken, ob sich's wandelt. Also, wenn es so weitergeht, werde ich wahrscheinlich auch noch libertär werden und sagen, wir müssen alles kurz und klein hauen, damit uns möglichst, damit möglichst wenig Schaden angerichtet werden kann, ja. Ja, das stimmt. Also auf jeden Fall haben Libertäre, ich glaube, von den Radikalen sind die Libertären trotzdem immer noch die sympathischsten, um es mal so zu sagen. Total. Und vor allem, also, weil es so, halt so radikal individualistisch ist, natürlich auch radikal leichtsinnig, aber das macht es auch irgendwie sympathisch. Genau, Total. ich glaube, in letzter Instanz wäre wirklich der Unterschied eines klassisch-Liberalen zu einem klassisch-Konservativen, dass der eine im Zweifel in Richtung Sicherheit abwägt und der andere in Richtung Freiheit, oder? Genau. Genau. Und das ist bei Ja. mir eben immer so ein Punkt, wo ich mich dann immer individuell entscheiden muss, weil da kann ich habe da jetzt keine klare Linie, dass ich sage, das ist okay und das ist nicht okay. Also ich fände das manchmal ganz toll, wenn ich so ein geschlossenes Weltbild hätte, wo ich dann alles ableiten kann und sage, nein, da müssen wir dagegen sein aus dem und dem Grund, weil wir sind ja hier auch. Aber das habe ich nicht, sondern bei mir ist es eben immer so eine Einzelfallabwägung. Und manche Dinge fühlen sich dann auch richtig an, obwohl man eigentlich gar nicht so genau sagen kann, wieso und umgekehrt. Und ja, aber das stimmt. Also der Punkt ist, ich habe auch, also das würde ich auch sagen, meine Agenda ist im Grunde Sicherheit. So, wenn es hart auf hart kommt, das würde ich immer für die Option sein, die mir Sicherheit bringt. Und das unterscheidet mich dann eben von den Liberalen. Aber im Vergleich zu 99% der deutschen Mehrheitsgesellschaft bin ich wahrscheinlich ein Hardcore-Liberaler, ja, weil die Deutschen halt mit Liberalismus nichts anfangen können. Ja, aber das ist ja im Grunde so das, was Sie eben jetzt beschrieben haben, dass Sie immer bei jeder Sache eine einzelne Abwägung machen und nicht so eine Agenda haben, im Grunde ja schon wieder der Kern von Liberalismus, weil es grundsätzlich absolut individualistisch ist. Das schon, aber es gibt ja Leute, die sagen, also wir sind prinzipiell immer gegen höhere Steuern oder wir sind prinzipiell immer gegen eine Einschränkung von irgendwas. Und da muss ich dann sagen, keine Ahnung, muss ich prüfen. Also vom Bauchgefühl gehe ich vieles mit, aber im Einzelfall muss ich dann sozusagen entscheiden. Und da merke ich halt schon, dass Leute, die ihren Hayek gelesen haben, ich meine, ich habe ihn auch gelesen, aber halt, also ist jetzt nicht irgendwie. Also ich leite jetzt meinen Handel nicht daraus ab. Aber wenn man mit so einer Hayek-Weltsicht um die Ecke kommt, dann kann man schon im täglichen Leben oder gerade im politischen Betrieb vieles für sich ausmachen. Und dann gibt es ja da viele Interpretationen, die sich auf alle möglichen Themenfelder unterbrechen lassen und so. Oder so, wenn man Rand gelesen hat oder dergleichen. Ja, das ist natürlich. Ja, da gibt es Leute, deren ganzes Weltbild basiert auf den Ideen einzelner Werke. Das ist bei mir jetzt überhaupt nicht so. Ja, dann auf jeden Fall Grüße an die Rand-Verehrerin Anna Schneider. Ja. Und ja, ich denke, vielen Dank auf jeden Fall für das Gespräch erstmal. Ich glaube, das Ende dieser Plausch war jetzt auch nochmal ganz angenehm. Und ja, Ihnen natürlich erstmal einen schönen Sonntag und vielen Dank. Danke, ich habe zu danken. Vielen herzlichen Dank. Ja, Benny, wir hören uns dann ganz normal nächste Woche wieder. Die Folge heute, ja, kommt ein bisschen später als sonst. Das liegt daran, dass wir jetzt gerade, also ihr hört uns quasi fast live. Die Folge geht gleich online. Wir haben jetzt 18 Uhr hier nach deutscher Zeit.
Und ja, nächste Woche dann wieder ein bisschen früher wahrscheinlich, wieder mit einem tollen Gast. Und ich habe gar nicht mehr viel zu sagen. Und ja, würde einfach Tschüss sagen. Ja, genau, damit beenden wir die Folge. Wie gesagt, gebt uns gerne 5 Sterne auf Spotify oder ja, eurem Podcatcher des Vertrauens. Ihr könnt uns natürlich auch auf Social Media finden, auf Twitter oder auf Instagram, based-medien. Und ja, dann hören wir uns, wie gesagt, nächsten Sonntag wieder. Bis dann.